lass mich mit denen nicht allein. Ich bleib bei dir, ja? Alex ist höchstwahrscheinlich schizophren. Aber wie gesagt, das ist nur eine vorläufige Diagnose. Schizophren? Das klingt schlimmer, als es ist. Schizophrenie ist nur ein Oberbegriff für eine ganze Reihe psychischer Störungen. In Alex' Fall handelt es sich vermutlich um paranoide Halluzinationen. Laienhaft ausgedrückt, um Verfolgungswahn. Darf ich Ihnen wieder helfen? Das störe ich? Guck halt nicht so finster. Sag mal, jeez. Was soll das? Kommst hier rein, heulst mir was von Freundschaft vor? Und in Wirklichkeit geht's nur um ein verdammtes Foto. Das ist doch überhaupt nicht wahr. Raus mit dir, raus! Also, worum geht's? Du hast doch gesagt, dass du mit mir reden willst. Das hat Zeit. Lass dich nicht stören. Ich lasse euch mal allein. Ich gehe kurz in die Bibliothek. Wenn dir wieder eingefallen ist, worüber du mit mir reden willst, du weißt ja, wo ich zu finden bin. Okay. Ich komme gleich nach. Hast du dir ja prima ausgedacht. Jan, du langweilst mich. Lass mich einfach in Ruhe. Oh, Madame ist nicht in Stimmung. Hast du eine Ahnung, wann ich in Stimmung bin? Das kann Christoph wohl zurzeit besser beurteilen, was? Ach, lass Christoph aus dem Spiel. Du hast aber nichts dagegen, wenn ich Henning erzähle, Henning, was ich gerade hier... Henning ist mir total egal. Klar. Warum mit dem Sohn vorlieb nehmen, wenn du auch den Vater haben kannst, hm? Ah, kannst du Gedanken lesen, ja? Wie gut, dass Christoph gerade so einsam ist. Da kommst du gerade... Jan, du wirst nie kapieren, wo es lang geht. Und du kapierst nicht, dass du kurz vorm Abgrund stehst, Schatz. Hallo, Sophie. Hi. Oh, oh. Probleme? Ja, Probleme. Ja, es ist wieder mal was passiert. Also, Unglücksmeldung 1347, Klappe die erste. Was ist es diesmal? Gero hat mich gerade in hohem Boden rausgeschmissen. Naja, ihr seid die besten Freunde. Da kommt sowas doch mal vor. Wir waren die besten Freunde. Was war denn? An allem ist nur meine blöde Kamera schuld. Tut mir leid, das ist mir ein bisschen zu hoch. Meine Chefin will unbedingt einen Bericht bringen über das Drama mit Alex. Und was hat das mit deiner Kamera zu tun? Sie wollte auch unbedingt ein Foto von Gero. Ach so, und er wollte nicht mitmachen? Nee. Und deswegen hat er dich rausgeschmissen? Nee, ich habe mich vorher ein bisschen fehl eingeschleimt. Und als er gemerkt hat, dass ich das nur wegen des Fotos gemacht habe, da... Aber meine Redakteurin hat drauf bestanden. Das ist natürlich ein Grund. Ich wollte Nein sagen, aber ich hatte überhaupt keine Chance. Ja, aber was ist dir denn wichtiger? Ein guter Freund? Oder irgend so ein Artikel? Ist das Foto schon in Druck? Ich bin ja nicht dazu gekommen, eins zu machen. Sehr gut. Julia, wenn der Gero irgendwas bedeutet, dann halt ihn da raus. Na, ist dir inzwischen wieder eingefallen, worüber du mit mir reden wolltest? Du, ich wollte vorhin wirklich nicht stören. Du hast nicht gestört. Wie oft soll ich das noch sagen? Ja, ich dachte nur, das sah so aus, als ob... Jan, bitte! Worum geht's? Naja, schon um Tanja. Nicht wegen vorhin, das geht mich ja überhaupt nichts an. Ich weiß, wie sehr du sie und ihre Arbeit schätzt. Aber du bist nicht der Erste, der auf sie reingefallen ist. Ich bin nicht auf sie reingefallen. Noch nicht. Warum muss ich immer das tun, was alle von mir erwarten?
Die anderen machen doch auch, was sie wollen. Christoph, ich will mich da gar nicht einmischen. Aber Tanja zieht hier eine Riesenshow ab. Hattest du vorhin nicht gesagt, dass dich das überhaupt nichts angeht? Verlag geerbt? Nee, aber ich glaube, unser Kultusminister ist an einem beteiligt. Wieso? Die brauche ich alle für die 11. Klasse. Oh, Finger weg. Ach komm, so ein bisschen Dreck aus dem richtigen Leben. Es gibt der Liebe doch erst den richtigen Kick. Ah ja. Ich hätte da auch noch einen ganz anderen Kick zu bieten. Wasch dir erstmal die Hände, okay? Hey, das sind Arbeiterhände. Bist du dir wohl zu schade für, hm? Im Gegenteil, ich habe auch bald Arbeiterhände. Woher denn? Ich suche mir für mein Schulpraktikum eine Stelle auf dem Bau. Och, dann kommst du immer zum Kiosk bei mir Bier holen. Hehehehe, ich mein's ernst, Florian. Ich auch. Oh. Du und dein Kiosk. Ich verstehe überhaupt nicht, warum du dafür die Schule schmeißen kannst. Mit dir lernen war immer so toll. Mit mir zusammen sind viele Dinge toll. Und wie stellst du dir deine Zukunft vor? Als rasender Hausmann an der Seite einer erfolgreichen Architektin? Glaubst du wirklich, ich will mich von dir aushalten lassen? Wenn du so weitermachst, bleibt dir nichts anderes übrig. Das steckt dir immer noch in den Knochen, das Ganze. Es geht so. Ich brauche nur einen Moment zur Ruhe zu kommen und ich sehe Alex vor mir. Na, ich mache uns was zu trinken. Willst du einen Kaffee? Na gut. Sag mal, wie geht's dir denn eigentlich? Bei mir? Ach, ist alles ganz normal. Du hast schon mal besser gelogen. Ich kann dich doch jetzt nicht mit meinem Problem so voll labern. Natürlich, ich bin doch froh um jede Ablenkung. Ja, aber es ist einfach nichts. Klar ist was. Ach, mein Gott. Ich hab wieder Ärger mit Tanja. Oh nein, dann lass uns lieber über Alex reden. Nein, nein, das war ein Scherz. Geht es um diese Geschäfte bei Arbatex? Ja, nicht nur das. Auch auf dem Gestüt, da laufen ein paar Dinge ab. Die stinken echt bis zum Himmel. Mhm. Und seitdem du nicht mehr in sie verliebt bist, dann merkst du es auch, oder wie? Hm. Mal ehrlich, so eine Frau wie Tanja, die wissen ganz genau, wie sie die Typen um den Finger wickeln. Die machen ein bisschen mit ihren und schon, naja. Ach, von mir aus kann sie damit spielen, solange sie will. Ich werde mit Christoph reden, dass er sie entlässt, bevor sie noch mehr Schaden anrichtet. Falls du Unterstützung brauchst, dann bin ich dabei. Was? Du? Ja, ich. Ich mache es natürlich nur Henning zuliebe. Mhm. Habe ich das gerade richtig verstanden? Ich fürchte ja. Wir waren uns doch einig. Ja, aber ich... Es ging nicht. Der Artikel ist längst im Satz. Alle warten nur noch auf das Foto. Und jetzt kommen sie und wollen die ganze Sache abblasen. Frau Michels. Gero von Sterneck ist ein sehr guter Freund von mir. Naja, eben. Es geht ihm zurzeit nicht besonders gut und ich möchte ihn nicht der Presse ausliefern. Ausliefern? Ich will doch nur sein Foto. Wir wollen Ihren Freund doch nicht in Stücke reißen. Das habe ich ja auch nicht behauptet. Es ist auch nicht alles. Was denn noch? Alex Wiegand ist sehr krank. Möglicherweise könnte der Artikel alles noch schlimmer für ihn machen. Und ich möchte das einfach nicht. Okay. Sie verweigern also die Arbeit. Sie wissen, dass Sie das Ihren Job kosten kann. Einen Job kann man ersetzen. Ihnen scheint ja viel an Ihren Freunden zu liegen. Ist das so falsch, wenn man hinter seinen Freunden steht? Dieser Satz hat mich mal 5 Wochen ungewollten Urlaub gekostet. Dann wissen Sie ja, wovon ich rede. Tja. Aber ich weiß auch, was es heißt, eine Zeitung zu machen. Das weiß ich inzwischen auch. Also, wenn Sie mich nur rausschmeißen wollen, weil ich diesen Artikel nicht... Jetzt mal ganz langsam, Frau von Anstetten. Was halten Sie denn davon? Sie arbeiten weiterhin bei uns, wir bringen den Artikel trotzdem raus, aber ohne Fotos und nur mit Namenskürzeln, hm? Damit kann ich leben. Hm, guten Appetit. Danke. Liegt was an? Nee, eigentlich nicht. Und uneigentlich? Wollte ich mich eigentlich nur bei dir bedanken.
Na, wofür? Na, dafür, dass du gestern Abend mit Florian und mir ins Kino gegangen bist. Na dann bitte. Hm. Stell dir vor, Florian hat heute weder vorm Computer gesessen, noch hat er Comics gelesen. Wow, was so ein Abend im Kino alles ausmacht. Und das ist noch nicht alles. Was? Hat er seinen Schreibtisch aufgeräumt? Quatsch. Ja, wir haben dauernd... Na, du weißt schon. Na, dann herzlichen Glückwunsch. Hey! Wir haben ihn total eifersüchtig gemacht und das ist allein dein Verdienst. Bin ich auch mächtig stolz drauf. Ist was? Geh und sag schon, was ist los? Nix ist los, das ist es ja. Du bist doch nicht eifersüchtig. Oh Gott, ich dachte, du spielst mit, weil du mir einen Gefallen tun wolltest. Was du immer denkst. Ach, Aki. Und was ist mit dieser Yolanda? Will er von der auch nichts mehr wissen? Die können wir jetzt abpacken. Sicher? Absolut. Wahre Liebe hält für immer. So ein Quatsch. Wieso kommen sie nicht mehr auf unser Gestüt? Ich habe sie Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Wieso waren sie mit dem Pferd nicht einverstanden? Herr Kajimoto, wie meinen Sie das? Aha. Sie wollten das Pferd weiterverkaufen. Ja und? Der Käufer hat es von einem Veterinär... Wie viel wollte er zahlen? 50.000 Mark? Da hat man ihm wirklich das falsche Pferd verkauft. Das tut mir leid. Wie bitte? Das Geld wurde nicht auf das Konto von Christoph von Anstetten eingezahlt? Bar abgehoben, noch am selben Tag. Von einer Mitarbeiterin. Und diesen Auszahlungsbeleg, den haben Sie aber noch. Könnten Sie mir eine Kopie davon faxen? Keine Sorge, ich werde mich persönlich darum kümmern. Ja, nochmals vielen Dank und ja, auf Wiederhören. Tanja. Gero. Lass mich. Die Sache mit dem Foto tut mir leid. Ich wollte dir damit nicht wehtun. Das habe ich gemerkt. Bitte, Gero. Ich weiß, es war bescheuert, aber ich war jetzt gerade in der Redaktion und der Artikel wird erscheinen, aber ohne Namen und ohne Foto. Julia, ich will nichts mehr darüber hören. Kannst du jetzt bitte wieder gehen? Bitte, Julia. Wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann geh jetzt. Ich will aber nicht. Was willst du denn hier? Lass das. Was ist denn los? Kannst du dir doch denken, oder? Barbara spricht nicht mehr mit mir. Sie braucht ihre Zeit. Das wird sich sicher bald auch wieder ändern. Ach, Julia, du musst jetzt nicht hierbleiben und die große Trösterin für mich spielen. Herrgott, nochmal! Ich bin nicht hier, weil ich eine Show abziehen will, sondern weil ich dir helfen will. Dafür sind doch Freunde da, oder? Richtige Freunde wird man eben nie los. Und ich bin doch für dich ein richtiger Freund. Oder siehst du das anders? Nein. Mir tut aber auch alles weh heute. Gibst du mir mal den Zucker rüber? Ja, klar. Sag mal, hört er mir überhaupt zu? Doch, natürlich. Dir tut heute alles weh. Ja, und wo bleibt euer Mitleid? Oh, du Ärmster. Du willst mich umbringen. So schlimm? Du hast ja keine Ahnung. Ich habe heute den ganzen Nachmittag die schweren Bierkästen geschleppt. Oh, unser Held der Arbeit. Allmählich habe ich echt ein Denkmal verdient. Soll ich dich ein bisschen massieren? Schon überredet. Tja, so ist das eben, wenn man die Karriereleiter von der untersten Stufe annehmen will. Haha, du bist ja bloß neidisch,
dass es bei mir so schnell aufwärts geht. Au, nicht so doll. Stell dich nicht so an. Hi, Aki. Hi, ist Florian hier? Klar, komm rein. Florian, dein Chef ist da. Der Sklave hat Feierabend. Ja, den hätte ich auch, wenn ich deine privaten Lieferungen nicht hinterhertragen müsste. Mir kommen die Tränen. Und jetzt will ich Cash sehen, dann sind wir aus der Sache raus. Was ist denn da drin? Schon mal was von Postgeheimnis gehört? Ja, dann zeig doch mal her. Es sind bloß ein paar alte Comics. Die kriegst du an keinem Kiosk mehr. Kohle, ich bin nicht zum Vergnügen hier. Zieh's mir vom Gehalt ab, Mann. Das nächste Mal lässt du dir die Dinger nach Hause liefern. Schönen Abend. Ich bin alleine raus. Also, Gero, wenn du so weitermachst, dann wirst du hier wirklich noch Stammgast. Oder wartest du nur auf irgendeinen Verrückten, der hier mal wieder amok läuft? Sophie, ich wollte mich bei dir bedanken. Willst du mich auf den Arm nehmen? Wenn sich einer bedanken muss, dann bin ich das. Ach, die Sache mit Alex war doch selbstverständlich. Außerdem hast du dich längst revanchiert. Was für eine Revanche. Ein Cappuccino dafür, dass du mich vor ihm gerettet hast. Du hast mich vor der Presse gerettet. Julia hat mir alles erzählt. Sie war noch mal bei mir. Dass du ihr ins Gewissen geredet hast wegen des Artikels. Ach, da wäre sie auch von alleine drauf gekommen. Ja, aber vielleicht nicht so schnell. Naja, ich bin ja auch nicht auf den Kopf gefallen, ne? Oder, sehe ich so aus? Naja, du kannst es mir ruhig sagen, wenn dir an mir was nicht gefällt. Mir fällt im Moment aber nichts ein. Dann musst du vielleicht öfter vorbeikommen, dann fällt dir bestimmt was ein. Mach ich doch glatt. Habe ich nichts dagegen. Ja, hallo, hier ist Florian Brandner von der Kulturredaktion der Kölner Stadtzeitung. In Ihrem Verlag erscheinen doch die Comics von Yolanda, richtig? Genau. Ja, also ich schreibe gerade an einem Artikel über Yolanda und da würde ich natürlich gerne ein Interview mit dir bringen. Dazu bräuchte ich allerdings Ihren richtigen Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer. Ja, das kann ich verstehen, aber überlegen Sie doch mal, die ganze Sache ist uns 3 Seiten wert. Ja, aber denken Sie doch mal an die Publicity für Sie. Ja? Super. Danke. Ja, hab ich. Ich? Für die Stadtzeitung? Ach, schon fast 10 Jahre. Ja, danke, danke. Vielen Dank. Wiederhören. Was war das? Das war bloß ein billiger Trick, um an alte Sammlercomics zu kommen. Da muss man eben manchmal ein bisschen schummeln. Glaubst du wohl, du kannst mir alles erzählen, ha? Huh? Hältst du mich für völlig bescheuert? Ich glaube, ich muss die Kneipe öfter zumachen. Da kommen mehr Gäste als sonst. Hier. Was ist das? Das ist der Beweis für Tanjas dunkle Geschäfte. Kannst du die Unterschrift erkennen? Tanja Wittkamp. Und? Was soll das beweisen? Pass auf. Ikarus wurde diesem Kajimoto auf Friedenau als Spitzenpferd verkauft. Von Tanja? Ja. Und von diesem Pferd hat er auf seinem Gestüt in Frankreich ein Gutachten erstellen lassen. Dieses Gutachten besagt, dass dieses Pferd 50.000 Mark wert ist. Mhm. Und wie viel hat er dafür abgedrückt? 200.000 Mark. Uff. Hier. Tanja hat Kajimoto Scheck in Bar eingelöst. Tut mir leid, ich verstehe immer noch Bahnhof. Auf Friedenau gab es ein Pferd, das ganz genauso aussah wie Ikarus, aber viel, viel weniger wert war. Anscheinend hat sie ihm dieses Pferd untergejubelt, aber kassiert, als sei es Ikarus. Und sie hat Christoph das Geld für das billige Pferd gegeben? Genau. Wahrscheinlich hat sie sich den Rest in die eigene Tasche gesteckt. Satte 150.000 Mark. Das gibt's nicht. Das ist nicht wahr. Ich muss sofort zu Henning. Warte, ich komme mit. Henning hat heute einen ziemlich harten Tag. Ich weiß nicht, wann er zurück ist. Ihr müsst leider alleine auf ihn warten. Ich habe zu tun. Genau darum geht es aber. Was du hier zu tun hast. Ich dachte, ihr wollt was von Henning. Ja, zuschauen, wie er dich hier rausschmeißt. Hier, ein Fax von Herrn Kajimoto.
Dir wird der Lachen schon vergehen, wenn wir das Henning zeigen. Ich weiß zwar nicht, was ihr meint, aber für Henning steht da sicher nichts Neues drin. Was willst du damit sagen? Dass Henning über alles Bescheid weiß. Soll das heißen, dass Henning... Genau. Henning und ich machen unsere Geschäfte immer gemeinsam. Und kassieren gemeinsam. Du gibst also alles zu? Ihr könnt Christoph erzählen, was ihr wollt. Aber eins verspreche ich euch, dann bin ich nicht die Einzige, die hier rausfliegt. Wie konntest du Henning damit reinziehen? Tja, wir ergänzen uns einfach. Er hilft mir und ich helfe ihm. Wann hast du ihm denn geholfen? Was glaubt ihr, warum Henning an der Uni plötzlich so gut dasteht? Hm? Wie bitte? Ja, was haben wir denn da? Kurzgeschichten von Thomas Mann. Du ziehst dir doch einen Riesenfilm ab. Seit wann sammelst du denn Comics? Das habe ich dir doch schon 100-mal erklärt. Ich habe mich von Freaks am Kiosk anstecken lassen. Das kaufe ich dir nicht mehr ab, Florian. Und du glaubst auch noch, ich bin so bescheuert und merk's nicht, oder was? Gib mir bitte die Comics. Wozu? Gib sie mir bitte. Wozu? Ich will keinen Streit mit dir. Es ist mir scheißegal, was du willst. Mann, war das ein Tag. Ich hatte keine ruhige Minute. Ständig hat das Telefon geklingelt und kein einziges Mal warst du am anderen Ende. Was hast denn du? Das fragst du noch? Was ist denn jetzt schon wieder los? Was für ein Doppelleben führst du eigentlich, Henning von Anstetten? Was? Ich verstehe nicht, was du meinst. Ach, du weißt doch ganz genau, was ich meine. Erst kommst du ausgerechnet zu mir und regst dich über die böse, böse Tanja auf. Ach, Sophie, ich dachte, das beruhigt dich, wenn ich dir alles erzähle. Und dann drehst du dich um und machst mit ihr die miesesten Geschäfte. Also, wenn du mir sagst, was du meinst, dann kann ich dir bestimmt alles erklären. Nicht nötig, mir ist alles klar. Das liebe Mustersöhnchen betrügt eiskalt seinen Vater. Ach, Sophie, ich bin da reingerutscht. Ja, so wie in Tanjas Bett. Komm du mir nie wieder mit Vertrauen, Henning. Zwischen Tanja und mir ist wirklich alles aus. Ich weiß jetzt auch, warum du so zu Clarissa hältst. Ein besseres Vorbild kannst du dir überhaupt nicht wünschen. Also jetzt fang bloß noch an, meine Methoden mit denen von Clarissa zu vergleichen. Das klappt doch sowieso nie mit uns.